an und willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch mal bei dem schönen Wetter Ende März, wie der Gurt aussieht. Ich habe hier eine Salatgurke Johanna. Die eignet sich super fürs Freiland oder fürs Gewächshaus. Wenn ihr ein Gewächshaus habt, solltet ihr, ich denke mal, zwischen Ende März bis Mai anfangen, sie auszusehen bzw. vorzuziehen. Wenn ihr sie direkt ins Freiland sehen wollt, könnt ihr auch erst im Mai damit beginnen. Denn Gurken haben nicht so eine lange Keimdauer und wachsen relativ schnell. Ja, die Keimdauer beträgt 7 bis 14 Tage. Ihr solltet immer Temperaturen haben, so zwischen 20 und 28 Grad. Auf jeden Fall nicht unter 15 Grad kommen, denn dann wachsen die Gurken nicht. Ja, ich benutze immer gerne so einen Sprüher zum Angießen. Eignet sich bisher ganz gut. Mit der Gießkanne könnt ihr natürlich die Probleme haben, dass die Samen dann wieder hochschwemmen. Und das wollen wir ja nicht, denn sie sollen ja schon 1 bis 2 cm in der Erde sein. Dann nehme ich mir hier mal so einen Anzugtopf. Ich habe hier meine Aussaaterde. Ich verteile die Erde hier großzügig im Anzugtopf. Drücke es auch ein bisschen an. So, dann drücken wir die Erde an. Sollte nicht zu kalt sein. Andrücken. Könnt ihr auch gerne dafür die restlichen Anzuchttöpfe nehmen. Geht hier ein bisschen drauf, drückt es an. So, nun habt ihr die angedrückt. Nehmt den Sprüher, macht die Erde ein bisschen nass. So, dass sie schön feucht ist. So. Streicht ihr euch die Samen. Bleistift oder mit einem Pikierstab kleine Löcher rein. So, dann machen wir die Samen. Das sind die Samen, zeige ich euch auch mal in der Aufnahme. Packt jetzt in die Löcher. Bedeckt die mit ein bisschen Erde, drückt sie an. So. Dann am besten eine Sprühflasche wieder. Erledigt. Deckt die Anzuchttöpfe ab. Ich nehme da mal gerne Klarsichtfolie, mache ein paar Löcher rein und dann stellen wir sie schön ins Warme. Hell soll es sein, sonnig und natürlich schön warm. So, und nach 7 bis 8 Tagen kommen dann auch schon die ersten Pflänzchen. So sieht das dann aus. Ich habe auch schon Gurken vorgezogen. Die werde ich euch auch noch mal zeigen. Sind schon gekeimt, ich glaube 7 bis 8 Tage hat es gedauert. Standen auch immer schön warm bei konstanten, ja, ich würde sagen 23 bis 25 Grad. Stehen schön hell. Und ja, das sind meine Gurkenkeimlinge. Sehen relativ kräftig aus bisher. Stehen unter Kunstlicht so circa 8 bis 10 Stunden. Sind bei einer Temperatur von 24, 25 Grad in der Wohnung. So, das sind meine Gurken.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns, lasst einen Daumen nach oben da und aktiviert die Glocke.